Moin! Muss ich das auch so? Machen wir das so? Machen wir das so? Ich wollte als Kind schon immer zur Bundeswehr. Was? Ja. Okay, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Krass. Oh Gott. Leute. Wie viel Angst hast du? Also es wird mulmiger hier, weil man nicht weiß, was kommt und was passiert. Hat die Bundeswehr ein Imageproblem? Oh Gott. Oh, du ahnst es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich finde das nicht normal. Moin ihr Lieben, mein Name ist Annie Heger, ich bin Küchentheologin bei der Basiskirche und heute ist ein großartiger Tag, denn ich liebe es, Menschen Fragen zu stellen, auf die ich die Antwort nicht weiß. Und es gibt eine Frage, die schwirrt mir seit Jahren im Kopf herum und das ist, warum zur Hölle geht man zur Bundeswehr? Und wir sind heute in Leer, Ostfriesland, meiner Heimat, und stehen direkt vor der Evenburg-Kaserne. Und ich darf heute mit SoldatInnen sprechen und dieser Frage auf den Grund gehen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, mir ist ein bisschen flau im Magen. Denn es gibt wenig Themen, mit denen ich Berührungsängste habe. Aber Annie Heger und Bundeswehr, das geht eigentlich gar nicht zusammen. Fängt man gleich an zu marschieren. Da muss ich dahin. Okay. Moin! Annie Heger, muss ich meinen Ausweis hier vorzeigen? Herzlich willkommen! Ja, Das lassen wir lieber. So. Hallo, Anni, dann würde ich mal sagen, wir gehen mal rein, dann lernst du den Rest des Beratungsgremiums kennen. Okay. Und dann zeige ich euch mal, was wir heute dann für euch vorhaben. Großartig, ja. Ich bin ziemlich aufgeregt, wie man sieht. Ich stehe auch schon die ganze Zeit stramm. Das ist so, ihr seid sehr respekteinflößend, aber ihr habt ganz freundliche Gesichter, das muss man auch sagen. Okay, ja, deswegen habe ich ihn mitgemacht. Großartig, dann lassen wir uns. Alles klar, dann kommen wir. Okay, großartig. Darf ich in die Mitte? Ja, gerne. Gut, danke schön. Sind schon mal in der Kaserne gewesen? Nee, überhaupt nicht. Ich habe auch Schiss, dass ich nicht wieder rauskomme, weil man hat ja mein Perso eingesackt. Ja, das ist ein übliches Verfahren. Ne? Ach so, ich habe mich damit jetzt nicht gleich irgendwie 7 Jahre verpflichtet oder so. Nee, nur 4. Ach so. Guten Morgen, Herr Hoffmann. Anja ist schon da. Super. Ja. Hier sind deine Klamotten. Ich habe, glaube ich, heute schon beim Anfang erwähnt, dass ich heute ein bisschen an meine Grenzen kommen werde. Uniform stehe ich total drauf, wenn andere sie anhaben, aber ich muss das eigentlich nicht haben. Alles klar, hilfst du mir denn? Sehr gerne. Wenigstens etwas, auf was man sich freuen kann. Alles klar, was gehört denn dazu? Ein T-Shirt? Ja. Eine Feldbluse? Mhm. Oh Gott, es wird so warm heute. Und eine Hose. Aber also, ja, natürlich mache ich das, weil ich habe gesagt, ich mache heute alles mit, auch wenn es mich an meine Grenzen bringt. Ich habe das vielleicht noch mal ganz kurz vorweg. Also durchaus ein mulmiges Gefühl, wenn ich an Bundeswehr denke. Okay. Das macht was Komisches mit mir, vor allen Dingen. Also ich bin mit einem Großvater groß geworden, der viel vom Krieg gesprochen hat. Und mein Opa ist mit 17 Jahren noch eben auf den letzten Metern eingezogen worden. Mhm. Und mit 19 dann verwundet in Gefangenschaft gekommen. Und meine Geschichten, die ich mit Krieg und mit Bundeswehr verbinde, sind halt alles ganz schön schlimme Geschichten. Ja, okay. Und mein Opa ist danach ein großer Pazifist geworden. Und der hat immer, ich glaube, der hat uns das mulmige Gefühl, wenn es um Bundeswehr geht, einfach vererbt. So, und deswegen ist das jetzt für mich so, okay, ich mache das. Aber es ist halt auch, ich begebe mich jetzt in dieses System. Und super. Wie geht's dir damit? Es ist schon ein bisschen komisch und ich weiß auch nicht, ob das mir so gut gehen würde, wenn ich das jeden Tag anziehen müsste, denn ich habe schon irgendwie einen großen Freiheitsdrang und möchte mich so anziehen, wie ich mich an dem Tag fühle. Aber wie ist das denn bei dir? Mir geht's gut damit. Ich trage das sehr gerne. Ja? Ja. Aber ich freue mich auch aufs Wochenende, wenn ich wieder anziehen kann, was ich möchte. Showtreppe! Hervorragend, ne? Als du. Wenn du nie was anderes angehabt hast, Anni. Herrlich. Du, ich habe Fragen. Ihr seid ja jetzt nicht unbedingt in der Kriegshandlung momentan. Also momentan haben wir ja das große Glück, hier zumindest in Leer Ostfriesland im Frieden zu leben. Warum also Camouflage? Warum also etwas, was ganz klar eigentlich mal dafür gedacht war, dass man nicht auffällt im Gebüsch? Ist absolut zweckmäßig, auch für den Dienstbetrieb. Ne? Wenn man hier auch keine
sag ich mal, keine Waffe trägt, sag ich mal, ist er dann auch für den Kugelschreiber, für andere Sachen, die Handy und Beintaschen ist das Ding hervorragend geeignet. Aber er hätte ja auch in Pink sein können zum Beispiel. Warum ist er jetzt in Camouflage? Denn wir müssen uns doch hier nicht verstecken, oder? Das stimmt schon. Aber dann brauchen wir keine zusätzliche Uniform, wenn wir da wirklich mal in den Wald gehen. Ne? Damit alle gleich aussehen. Und das ist das Wichtige. Und deswegen haben wir auch eine Uniform, dass wir als Einheit zu erkennen sind. Es gibt da keinen Individualisten. Ne? Alle sehen gleich aus und alle haben das Gleiche an. Ne? Und ich finde, dir steht das auch hervorragend. Dankeschön. Ne? Also, es ist so, dass das hier ja abgeklebt ist jetzt. Ne? Mit der Deutschlandfahne. Warum darfst du jetzt damit rumlaufen und ich nicht? Weil ich in ein Hoheitsabzeichen tragen darf, weil ich natürlich ein Kombattant bin. Du bist ein Praktikant, würde ich jetzt mal sagen. Oh ne? Und deswegen, sage ich mal, kleben wir bei dir die Hoheitsabzeichen dann dementsprechend ab. Alles klar, weil ich bin ja schon auch irgendwie Bürgerin dieser Bundesrepublik, also Deutschlandfahne in der Hand tragen darf ich, aber als Hoheitsabzeichen darf ich es nicht tragen. Ich habe da auch gar nicht so Probleme damit, dass ich das nicht machen darf, denn ich habe ein bisschen ein Problem mit unserer Fahne. Tatsächlich? Aber ja, wir haben eine ganz schwierige Beziehung. Ich habe da immer so ein bisschen, weil der Grat zwischen Patriotismus und Nationalismus, der ist natürlich sehr, sehr schmal und dann macht es mir schon ein mulmiges Gefühl. Da gebe ich dir recht. So. Obersaat, melde die Teile, vierte Bühne vor Angriff. Jawohl, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Obersaat. Moin. muss ich das auch so? Machen wir das so? Machen wir das so? Wie macht man das? Guten Morgen. Guten Tag. Anni Heger, wie schön. Ich habe ein totales Problem mit hierarchischen Strukturen. Können wir du sagen? Ja. Der ist wirklich ganz nett. Oder was? Das wäre total toll. Man hat mir bereits prophezeit, dass du ein total netter bist. Und ich dachte die ganze Zeit, die Leute verarschen mich und gleich komme ich hier hin und du schreist mich erstmal an. Nein. Aber gar nicht, wir schreien hier nicht. Ach so. Weil es geht ja um ist die das Sache. Hier so ein bisschen Montessori-Pädagogik? Nein. Nicht? Nein, das ist es auch nicht. Aber es ist schon ein hartes Geschäft, aber wir müssen dazu nicht laut werden. Wir hier in Leer sind das Kommando Schnelle Einsatzkräfte Sanitätsdienst. Das heißt, wir sind ein Truppenteil, der ganz schnell verfügbar Sanitäter hat für Auslandseinsätze, für schnelle Einsätze. Also da, wo auch im Land? Im Land für zivil-militärische Zusammenarbeit, also im Katastrophenfall, da haben wir auch Kräfte zur Verfügung. Aber hauptsächlich für den Auslandseinsatz, dann wenn es schnell gehen muss, wenn wir irgendwo per Luftfahrzeug hin müssen, dann kommt man auf uns zurück, weil wir einfach so eine hohe Verfügbarkeit an Personal und Material haben. Hat die Bundeswehr ein Imageproblem? Nee, ich bin 54, also seit 1987 hochbegeistert dabei. Ja. Ich glaube nicht, dass sie ein Imageproblem hat, ganz im Gegenteil. Wenn ich am Wochenende mit dem Zug nach Hause fahre in Uniform, dann werde ich heutzutage angesprochen mit Danke für deinen Dienst. Ich meine, die Bundeswehr tut ja auch viel, um ihr Image so ein bisschen aufzupolieren. Hast du diese neue Webserie gesehen? Ja. Hast du gesehen? Ja. Und? Ich glaube schon, dass sie junge Menschen anspricht. Aber da gab es ja so ein kleines Skandälchen. Und ich weiß, ich sehe ganz harmlos aus, aber ich frage mal diese Fragen. Ja. Da ist ein Soldat abgebildet worden oder interviewt worden als einer der Protagonisten, der einen Wehrmachtssoldaten auf dem Arm tätowiert hat. Aha. Ich würde mal sagen, das war so ein bisschen ein Griff ins Klo, was das Image angeht. Ja. Wie ist das denn mit solchen Menschen? Haben die eigentlich Platz bei euch in der Bundeswehr? Also jegliche Form von Extremismus hat keinen Platz in den Streitkräften. Wir haben so ein paar Linien, die traditionswürdig sind. Das sind die preußischen Reformen zum Beispiel. Das ist die Bundeswehr an sich, also die Geschichte der Bundeswehr. Und das ist eher das, was wir als traditionswürdig ansehen. Und nicht unbedingt die Zeit zwischen 39 und 45. Definitiv nicht, nein. Wo gehen wir denn gerade hin? Wir gehen jetzt zum Schießsimulator. Bitte? Ja, tatsächlich. Da sind hier meine Jungs und üben da gerade ein bisschen. Ja. Und ich finde, so kann man mal so ein bisschen den Eindruck auch bekommen, sag ich mal, wie wir sag ich mal, im Frieden dann einfach uns mal für den Ernstfall vorbereiten. Genau, für den Ernstfall vorbereiten. Okay. Ne? Damit geht's mir gerade gar nicht so gut. Werden da jetzt
Menschen, also simuliert, auf die tatsächlich geschossen werden? Ja, okay. Dort ist eine feindliche Lage simuliert und dementsprechend müssen die dann reagieren. Mhm. Okay, also man versucht es schon so realitätsgetreu wie möglich zu machen. Ja. Aber hilft das dann tatsächlich auch? Also hier ist es ja total klar, es ist eine Übungssituation und man schießt irgendwie, ja, man weiß ja, dass man kein Menschenleben auslöscht. Aber kann das überhaupt auf den Moment vorbereiten, wenn es dann doch mal soweit ist? Na, auf den wirklichen Moment draußen vermutlich nicht, aber dort kriegen sie auch Handlungssicherheit an der Waffe. Ja, also ich stehe hier schon die ganze Zeit so ein bisschen mit Überforderungstränen in den Augen und ich weiß auch gar nicht, warum so genau, weil schließlich ist es eine totale Simulation. Es hat überhaupt nichts mit einem echten Kriegsgeschehen zu tun und trotzdem, wenn ich die Schüsse höre, ist bei mir schnitt sich ziemlich viel zu. Musstest du selbst schon mal das, was du hier irgendwie geübt hast, auch schon mal in echt anwenden? Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Und hat sich die Lage seit einem halben Jahr verändert, sodass es vielleicht näher rücken könnte, dass du das doch tun musst? Es ist angespannter, ne? Mhm. Also die persönliche Lage ist angespannter. Hättest du das jemals gedacht vor... wann hast du dich der Bundeswehr hingegeben? Vor 22 Jahren, sagtest du? Vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren. Okay, vor 20 Jahren. Hättest du es damals gedacht? Ich meine, wir leben hier in so einem Eldorado des Friedens und jetzt ist es auf einmal so nah. Nee. Hättest nicht gedacht. Wie viel Angst hast du? Also es wird mulmiger hier, weil man nicht weiß, was kommt und was passiert. Hast du irgendwann in der letzten Zeit mal darüber nachgedacht, vielleicht auch einfach aufzuhören? Nee. Nee? Nein. Also ich bin ja total gerne hier und bin auch total gerne Soldat und für mich gab es nie die Überlegung, aufzuhören. Also ich war ja erst nur Zeitsoldat, bin dann vor 10 Jahren Berufssoldat geworden und ich wollte als Kind schon immer zur Bundeswehr. Was? Ja. Okay, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Krass. Okay, ja. Warum? Ich habe schon immer Hang gehabt zur Bundeswehr, meine Geschwister waren beim Bund, meine Tante, mein Onkel. Habe dann ganz normal eine Zivilausbildung gemacht zur Arztserverin, habe da 4 Jahre gearbeitet und wusste, hier bleibe ich nicht. So, was ist, Anni? Mhm. Hast du Lust zu schießen? Willst du ausprobieren? Von Lust kann nicht die Rede sein, aber ich habe ja gesagt, ich bringe mich heute an meine Grenzen und vielleicht sogar darüber hinaus und deswegen... Sehr schön. Auf geht's. Leg dich erstmal hin. Okay. Lass erstmal die Waffe, leg dich erstmal hin. Im Prinzip ist das eine Waffe, die genau so ist, wie die Waffe, die auch im Gefecht benutzt wird. Es ist eine echte Waffe. Ja. Okay. Alles klar. Die Waffe ist gesichert, kann nichts passieren. Ist alles gut. Nimmst du ein Magazin? Oh Gott. 5 Schuss, Einzelfeuer. Feuer frei. Ich darf so 5-mal schießen. Oh Gott, Leute. Du. Anni, du hast den nicht auf Einzelfeuer gemacht, sondern auf Feuerstoß. Wie kann ich das machen? Also mein Adrenalin ist gerade, ich habe keine Ahnung, aber in astronomischen Höhen. Davon mal ganz abgesehen, dass ich ja aus Versehen das falsch eingestellt habe und den Rückstoß in der Form nicht erwartet habe, muss ich schon ganz schön schlucken und auch zwischendurch die Luft anhalten, weil das ist schon eine ganz schöne Wucht, die da auf den Körper dann auch einwirkt. Also so ein romantisches erstes Date hätte ich mir mit dir auch irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Ich mir auch, Anni. Ja. Ja. Aber ist das für dich, also im Gegensatz zu mir, die jetzt irgendwie adrenalingeschwängert hier rumliegt und eine zittrige Stimme hat, für dich ist das totaler Alltag und einfach normal? Also totaler Alltag, jetzt nicht, ich gehe ja nicht jeden Tag schießen, aber wir müssen halt die Handlungssicherheit damit bekommen. Ja. Von daher bin ich bestimmt nicht mehr so aufgeregt wie du. Du warst schon im Ausland? Du hattest Auslandeinsätze? Ja, genau. Wie viele? Insgesamt 5 Stück. 5 Stück, wann war der letzte? 2016.
Ist aber schon ein bisschen her. Ja. danach nicht mehr, warum Nein. nicht? Ich bin ja jetzt mit meiner Tochter alleine und ich habe gute Vorgesetzte, also tolle Vorgesetzte mit sehr viel Verständnis auch für mich. Und es ist zwar immer ein Spagat zwischen meinem Kind, sag ich mal, und dem Dienst, aber es kriegt das alles immer, man kriegt das immer irgendwie hin. Wie alt ist sie jetzt? Sie wird vier. Sie wird vier. Ja. Also erzählst du ihr davon, dass es auch sein kann, dass du mal für eine längere Zeit doch wieder weg bist? Nee. Nein. So weit sind wir noch nicht. Also das ist auch für mich jetzt gerade noch sehr weit weg. Ja. Da ist die Umsetzung für mich persönlich gerade sehr schwer, wieder in den Einsatz zu gehen. Jetzt ist erstmal mein Kind dran. Und ich dachte, man muss hier ungeschminkt zum Dienst kommen, aber nein. Was machen wir hier, Hero? Was wir heute machen? Ja. Du siehst hier die Hindernisbahn. Oh Gott. Oh, du ahnst es nicht. Da trainieren wir, ja, um die körperliche Leistungsfähigkeit der Soldaten aufrechtzuerhalten. Mhm. Ich befürchte was. Mhm. Ist das so? Mhm. Wenn muss du ich möchtest. Darüber? Ich mach das mal. Ins Gefecht. Ja, wie soll ich jetzt dann darüber kommen? Anni war super. Wie eine Mutti bist du zu mir. Dann austreten. Helm ab zum Gebet. So. Kurze Nachfrage. Wie kaputt in meiner Birne muss man sein, um sich das freiwillig anzutun? Muss man dafür kaputt sein? Nee, ich glaube nicht. Ich weiß es nicht, aber ich finde das nicht normal. Machst du in deiner Freizeit dann zusätzlich auch noch Sport? Oder? Ja, tatsächlich. In meiner Freizeit gehe ich laufen mit meiner Tochter. Oder wir marschieren auch zusammen. Ihr marschiert zusammen? Wir marschieren oh auch Gott, zusammen. Entschuldigung. Das, ich war in der musikalischen Früherziehung. Sie ist in der militärischen Früherziehung. Ja, meine Güte. Ich habe so eine Absurder kann es gar nicht sein. Da muss sie ja mit. Was soll ich denn machen? Okay. Ja. Und wann hast du heute Feierabend? Ich habe heute Feierabend um 16.15 Uhr. Mhm. Das ist lustig. Ich auch. Schön. Also erstmal, Vero, danke, dass ich den ganzen Tag mit dir hier verbringen durfte. Du hast ziemlich viel für meine Erstbegegnung mit Bundeswehr. Du hast ziemlich viel dafür getan, dass es okay war. Sehr schön, das freut mich. Ja? Sehr gerne Super. Wieder. Komm Kommst wieder. Du mich dann auch mal besuchen und guckst mir bei der Arbeit zu? Das mache ich auch sehr gerne. Großartig. Jetzt tritt vor Anni. Hier, Herr Hauptmann. Da geht doch, komm. Oh Gott. Ihr habt uns heute den ganzen Tag begleitet und wir hatten wirklich schöne und angenehme Gespräche. Und wenn es ganz unerträglich ist beim Filmmitschnitt, dann hilft dieses hier Stück Medizin ganz, ganz, ganz bestimmt noch dazu. Laut. Die Leute wissen, was ich haben wollte. So, keine jetzt Blumen. Jetzt kommen die auf unsere ausgezeichneten Kameraden. Ein dreifaches Steppen! Ruhige! Steppen! Ruhige! Steppen! Ruhige! Mit dich auf Wechsel! Hurra! Ich muss ganz ehrlich sagen, und das fällt mir auch gar nicht so leicht, ich bin hier schon mit einem ganzen Berg Vorurteile aufs Kasernengelände gegangen. Und dann bin ich hier so herzlich empfangen worden und bin auf Menschen gestoßen, die mich auch ganz schön beeindruckt haben wegen der Sicherheit, dass das, was sie tun, das Richtige ist in ihrem Leben. Also ohne das großartig zu hinterfragen, was ich auf der einen Seite ja auch immer ein bisschen als Problem sehe bei der Bundeswehr, dass Menschen Befehle entgegennehmen müssen und diese nicht hinterfragen dürfen. Ich bin wirklich ein bisschen
gebe ich auch ungern zu, eines Besseren belehrt worden. Denn ich habe mir die Menschen, die für Bundeswehr arbeiten, doch ein bisschen anders vorgestellt. Doch bei all den tollen menschlichen Begegnungen kann ich nichts dagegen tun, dass mir Uniformen, Fahnen und gemeinsame laute Rufe einfach Angst machen. Und gleichzeitig bin ich dankbar, dass es sie gibt, also die Bundeswehr, für den Fall der Fälle. Aber ich habe eine scheiß Angst davor, dass dieser Fall eintritt. Ja, so ist die Welt nun mal gerade. Sie wackelt und brennt an allen Enden. Und nicht zu wissen, was man fühlen soll, das ist okay.